Servus, Grüezi und Hallo. Gute Laune, 100 Pro. We love Schlager, sowieso. And here we go. Go, go, go. Servus, Grüezi und Hallo. Gute Laune, 100 Pro. 3, 2, 1, die Hände hoch. And here we go. Here we go, here we go. Servus, Grüezi und Hallo an alle Zuschauenden. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute bei Stars um 10, hautnah um 10 Uhr wie jede Woche. Gestern war ich ja bereits schon einige Stunden live hier bei Schlager für alle mit der weltersten digitalen Autogrammstunde. Vielleicht habt ihr auch zugeguckt. Und heute geht es aber in erster Linie um meinen Gast. Und das ist eine ganz, ganz spezielle Persönlichkeit, die mich, ich sag mal, seit gut 1,5 Jahren jetzt auf meinem Weg begleitet. Und zwar ist das Ken Otremba. Ken, er ist Plattenboss, ja. Er fährt die richtig dicken Schlitten. Nein, er ist der Gründer von der Plattenfirma, wo ich gesigned bin, und zwar von der Tilamo. Und wenn du gleich hier online bist, lieber Ken, dann schreib mir doch mal hier in die... in die Kommentare, dass ich dich dazu nehmen kann. Ich freue mich riesig, dass du dich bereit erklärt hast, da mitzumachen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank an alle von euch, die sich meine CD oder meine Fanbox vom Album Hautnah geholt haben. Am Freitag war es soweit. Hautnah ist auf die Welt gekommen. Ich bin jetzt immer noch stolz wie ein Papa und freue mich natürlich wirklich unfassbar über das ganze tolle Feedback, was ich bekommen habe auf den Socials und natürlich auch gestern in den insgesamt. Das waren allein gestern, glaube ich, irgendwie 7,5 Stunden Autogrammstunde. Das hat so Spaß gemacht. Und sehr gut. Jetzt gucke ich mal, wo der Ken sich denn befindet. Ken schreibt, er ist am Start. Und dann würde ich mal sagen, holen wir ihn live wahrscheinlich aus München. Ich bin hier gerade in Berlin. Live-Video. So, warte mal, jetzt gucken wir mal. Ken... wieso kann ich ihn nicht hinzufügen? Als Kommentar fixieren wir ihn doch mal. So. Das ist ja immer hier was mit der Technik. Also hier steht, dass ich den Ken jetzt gerade noch nicht hinzufügen kann. Ken, vielleicht hast du... kannst du mal... unten irgendwie, da kann man, glaube ich, auch selber von dir aus, kannst du auch eine Anfrage schicken, dass du mit mir zusammen hier live gehen willst. Das ist, glaube ich, so eine Person oder so, sollte da unten was draufstehen und dann kann ich dich hinzufügen. So, warte mal, ich guck mal, vielleicht kann ich das hier machen. Ken Otremba, Anfrage, ich sende dir. Und, liebe Leute, ihr wisst, wie es läuft. Riesen Emoji-Applaus. Das erste Mal ist er hier auf Instagram live und deswegen freue ich mich auf unseren Plattenboss der Tilamo. Gleich ist er hier in Farbe. Den liebe Ken. Und da ist er auch schon. Macht einen Mörder Applaus. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Mir geht's bestens, mir geht's bestens. Ich hoffe, dir auch. Ja, ey, fantastisch. Unser Baby ist am Freitag rausgekommen. Happy Release Day auch noch an dich. Ja, danke, danke. Der Glückwunsch gilt aber dir. Also 99,9% von dem, was da drin ist, hast du verursacht. Vielen Dank. Aber wäre nicht möglich ohne eine Plattenfirma, die wirklich rennt, als gäbe es keinen Morgen und da Vollgas gibt und vor allem, die auch zum Schlager steht und Vollgas gibt. Das schätze ich sehr an euch. Also danke schon mal. Wir versuchen, Schritt zu halten mit dir. Also es ist nicht ganz einfach, aber... Ich weiß, wir rennen schnell, aber ich weiß, dass ihr auch schnell rennen könnt. Wir haben hier schon ganz prominente Gäste. Micky Krause war gerade schon da. Paulina Wagner natürlich auch. Liebe Grüße an alle Zuschauenden. Freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, liebe Grüße natürlich auch. Wir sind natürlich alle ganz gespannt auf deine Statements, wie du dich jetzt hier heute bei Stars um 10 und nachschlägst. Hast du denn schon gefragt? Ich bereue jetzt schon, irgendwie zugesagt zu haben, aber leg los. Wo bist du überhaupt gerade? Ich bin in unserem Büro. Also ich sitze hier in dem Konferenzraum, in dem wir auch schon ein paar Mal saßen und ja, das Album noch in seinen Einzelteilen diskutiert haben und jeden einzelnen Song auseinandergenommen hatten. Und diesmal allerdings ganz alleine. Also das ist ja zurzeit nicht anders möglich irgendwie. Und, ja, und auch an einem Sonntag sitzt hier natürlich sonst auch niemand. Deswegen
Aber hier habe ich Ruhe und deswegen darf ich persönlich sitzt im Büro. Das ist ein gutes Omen. Ken, du hast 1998 deinen ersten Job eigentlich, glaube ich, bei der BMG angefangen, oder? Genau, genau. War das dein allererster Job oder dein erster Job in der Musikindustrie? Nee, es war tatsächlich, also ne, als Schüler, Student habe ich schon vor mich hingejobbt, aber es war der erste richtig ordentliche Beruf, den ich angetreten habe nach meinem Studium. Also es war... Und das war auch immer schon beabsichtigt. Du wolltest, hast immer schon gesagt, irgendwie Musikindustrie, da zieht es mich hin. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben immer danach gelebt, zu sagen, einfach zu gucken, ne, wo zieht es mich hin, was ergibt sich irgendwie, was fügt sich irgendwie, wird sich alles schon irgendwie so ergeben, dass es gut ist. Und so lief auch die Berufssuche. Also ich habe BWL studiert und wusste danach nicht so richtig, was ich machen will. Ich wusste nur, dass ich total Lust auf Musik habe. Ich habe Spaß an Medien. Und dann habe ich mich einfach mal blind beworben bei verschiedenen Firmen. Und eine, die geantwortet hat, war eben BMG damals. Und so bin ich in der Musikbranche gelandet. Ja, das bin ich auch bis heute froh, dass das so ist. Ja. Und dann fragen sich wahrscheinlich viele, und ich mich natürlich auch, erzähl mal, wie wird man dann Plattenboss? Das klingt ja, dieses mächtige Wort, das ist ja wirklich so. Wie wird man das? Kann das jeder werden? Also im Grunde kann es tatsächlich jeder werden. Also es ist einer, glaube ich, eine der wenigen Branchen oder Berufe, wo es jetzt kein so ein, also man muss kein Ingenieurstudium haben, um Plattenboss zu werden. Also man kann nicht Plattenboss studieren oder es gibt keine, also es gibt mittlerweile auch Hochschulen, wo man das Handwerk lernen kann, aber... Plattenboss-Lehrgang, schade. Ja, aber es ist wirklich einfach, also... Man wächst nach und nach in solche Geschichten rein oder ich bin so reingewachsen, also für die Allgemeinheit kann ich immer nicht sprechen, aber habe als Junior angefangen, habe CDs sortiert und irgendwelche Titel hin und her geschickt, damals noch in physischer Form und so wuchs das Ganze dann und baute sich auf, bis man dann irgendwann ein bisschen mehr Verantwortung bekommen hat und dann hat sich 2012 die Chance ergeben, das Label Telamo zu gründen und ja, so schnell mal, geht's und dann ab dann war ich Plattenboss. Noch ohne Platte, aber Boss war ich auf jeden Fall. Und dann. Da standest du wahrscheinlich dann wirklich noch mit Telamo komplett allein am Anfang. Wie war das? Was hat dich dazu bewogen, dass du gesagt hast, ey, ich will jetzt vielleicht nicht mehr bei einer anderen Firma, sondern hey, weißt du was, ich mache das Ding jetzt alleine? Oder ja, ich ziehe jetzt was alleine auf. Ja. Also ich war ja davor, also es waren dann 14,5 Jahre, war ich bei BMG und dafür das Label Ariola zuständig oder habe dort gearbeitet und es war immer, wir haben immer schon Schlager gemacht und das war aber in dieser großen Firma waren wir immer die Exoten. Also wir haben uns immer so ein bisschen so wie dieses kleine gallische Dorfgefühl von Asterix irgendwie, die einfach ihr eigenes Ding machen, die Künstler haben alle die Nase gerümpft und haben gesagt, Mensch, was wollt ihr denn mit den Flippers und mit irgendwie Mireille Mathieu und Jürgens fanden sie noch cool, aber sonst war es alles immer so ein bisschen so. Hm? Die Geschäftsführung hat die Umsätze immer gerne genommen und wir haben immer gutes Geld verdient, deswegen war es immer gern gesehen, aber so das Ansehen war eigentlich nicht da. Und irgendwann hat sich die Musikindustrie so entwickelt, dass wir was völlig anderes gemacht haben als die gesamte restliche Firma. Und dann habe ich gedacht, da macht es jetzt auch keinen Sinn mehr, das in diesem großen Konzern zu machen, weil immer mehr Künstler unzufrieden wurden und habe gesagt, jetzt ist die Zeit, ein neues, eigenes Label zu machen, was sich nur um Schlager kümmert. Und das war dann die Idee von Telamo. Und ich glaube auch, der Erfolg spricht für euch. Ich meine, ihr habt ja in diesen gut bald 10 Jahren wirklich schon so einiges erreicht. Ihr seid mittlerweile, ich behaupte, dass für mich auf jeden Fall das allergrößte Label, das größte Schlagerlabel, Erfolge nach Erfolge. Was bedeutet Telamo eigentlich? So, also der Name. Telamo bedeutet tatsächlich nichts. Also es ist wirklich, also ich weiß noch, ich saß zu Hause irgendwie an meinem Rechner irgendwie und habe einfach mir Namen überlegt, irgendwie, wie das ganze Ding heißen könnte. Und dann versuchst du mit Schlager irgendwelche Labelnamen zu kreieren und das klang immer echt nicht gut. Also das war einfach so, da wird es immer so hart. Und dann habe ich gedacht, okay, was sind denn die Mitbewerber? Das ist Ariola, Electrola, Polydor, Teldec gab es früher noch. Und dann habe ich gesagt, okay, das sind alles so Fantasienamen, die einfach viele A, E, I, O, Us drin haben irgendwie. Und dann hast du gedacht, ich brauche auch so einen. Und dann muss irgendwo im Hintergrund muss T-Amo gelaufen sein von Howard Carpendale. Ja. Und dann kam irgendwann gesagt, Mensch, T-Amo, Telamo, irgendwie, das ist doch irgendwie. Und ja, ist auch eine schöne Assoziation. Also wenn man den Namen hört, Telamo, weiß man nicht direkt, was ist das, aber es klingt so, als würde mich jemand lieben.
Echt Ja, schön. genau. Nein, es ist unfassbar. Ihr habt Giovanni Zarella habt ihr rausgebracht und auch der ist seit Jahren wirklich in den Charts, jetzt auch in den Top Ten, unfassbar. Ross Anthony, mit ihm habe ich auch schon oft über euch geredet, eine ganz treue Seele bei euch schon seit Anfang an. Anna-Karina Wojcik und Stefan Moss sind dabei. Marianne Rosenberg, ihr habt Eloy, ihr habt Oli P., ihr habt wirklich alle Größen. Hast du noch irgendeinen Namen, irgendeine Traumkooperation? Mit wem würdest du gerne noch ins Boot holen? Ja, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, irgendwie, weil ich natürlich irgendwie sonst Ärger mit irgendwie den Labels kriege, irgendwie, wo der oder diejenige aktuell noch unter Vertrag ist. Nee, du, Welche Künstler grundsätzlich, gefallen also, dir? Fragen wir mal so. ja, nee, also ich muss sagen, also ne, natürlich freue ich mich über jeden spannenden, tollen Künstler irgendwie, der neu zu uns kommt, sei es nun, ob das irgendwie ein ganz, ganz junges, neues Talent ist, irgendwie, mit dem man die ersten Aufnahmen macht oder sei es, dass es irgendein ein etablierter Künstler ist, der schon Gold- und Platin-Status hat. Also das hat beides seinen Reiz, aber ich finde immer, dass wir mit der Künstlerfamilie, die wir jetzt bei uns haben, dass das total super ist irgendwie und jeder, der neu dazukommt, ist ganz, ganz herzlich willkommen. Ich könnte dir gar nicht sagen, ob es mehr Spaß, also ne, so die Königsdisziplin einer Plattenfirma ist ja immer zu sagen, man entdeckt jemand Neues und der wird dann zu einem großen Star irgendwie. Also das ist so die Entwicklung, die man dann gemeinsam macht. Also du hast angesprochen hier bei Ross Anthony zum Beispiel irgendwie, da weiß ich noch, da haben wir mit seiner Managerin zusammengesessen, dann haben sie gefragt, ob sie sich denn vorstellen könnte, dass Ross Anthony auch mal Schlager singt irgendwie. Und so fing dann seine Schlagerkarriere an. Also mein lieber Kollege Xandi irgendwie, der schon lange die Idee hatte und die nie umgesetzt bekam irgendwie, so entwickelte sich das Ganze dann irgendwie. Und bei Giovanni auch, wo wir zusammensaßen und gesagt haben, Mensch, irgendwie, ne, deutsche Schlager auf Italienisch zu machen, wäre doch was Tolles irgendwie. So und solche Projekte dann voranzubringen, das ist wirklich das, was uns antreibt und was echt einen Riesenspaß macht. Absolut. Und wo hast Und du wenn das jetzt denn Helene her? Fischer zu uns kommen wollen würde, irgendwie würde ich ihr nicht die Tür vor der Nase zuschlagen, Ach, das ist jetzt um mal sympathisch eine Einladung ausgedrückt. auszusprechen. Alles gut. Also, wir wissen Bescheid. In München, die Adresse kennen wir. Hast du denn noch irgendwie, auf jeden Fall, du bist einer, du hast schon so viel erreicht, du hast sicher auch Ambitionen. Was hast du noch vor mit Till Amo? Willst du irgendwie, keine Ahnung, mal expandieren? Willst du es erweitern? Willst du noch andere Sparten dazu nehmen? Oder sagst du, ich will mich einfach mit Till Amo noch im Schlager noch größer und breiter aufstellen? Nee, ich finde, was uns ja, also aus Innensicht heraus betrachtet, ist immer schwer, das zu sagen, aber was uns erzählt wird, was bei uns den Unterschied ausmacht zu anderen Labels, ist, dass es so ein partnerschaftliches, familiäres Wir-Gefühl da ist. Und das kannst du natürlich nicht endlos nach oben skalieren. Also wenn wir jetzt 400 Künstler hätten irgendwie, dann würde es mir schwerfallen, mit jedem sonntags morgens irgendwie zu plaudern irgendwie. Dann geht einem irgendwie Zeit auch aus. Deswegen, ich finde, so wie wir sind, sind wir super irgendwie. Also die Größe ist auch fein und irgendwie da bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden damit. Die Entwicklung, die wir genommen haben, hätte ich vor 8,5, 9 Jahren, als wir angefangen haben, nie für möglich gehalten. Also das ist eh schon ein Traum, der da irgendwie gerade passiert und der wahr wird Absolut. auch, ne, dein Album irgendwie ist ja auch irgendwie eine Sensation geworden und ich freue mich da so riesig drauf, dass es jetzt endlich rauskommt, weil ne, du armer Kerle, hast ja da echt irgendwie Geduld üben müssen. Das ist ein unfassbarer Wahnsinn irgendwie, wie lange das schon eigentlich fertig da Ja. liegt und wartet, irgendwie rauszukommen. Und Ja. deswegen, also Step by Step irgendwie und gerne dieses kleine, gemütliche. Absolut. Das kann ich auch nur wirklich bestätigen. Was ich sehr an eurem Label und deswegen auch lieben besten Dank an euch ist, ihr seid verhältnismäßig zu größeren Major-Labels, seid ein kleines Team. Aber ihr steht zum Schlager, ihr brennt dafür und ihr brennt für jeden Künstler und ihr rennt. Und das schätze ich natürlich. Und man merkt einfach, dass es auch diese familiäre Atmosphäre ist. Und das ist, glaube ich, auch für den Workflow, ist für alles einfach super angenehm. Und macht so weiter. Gerne München. doch, gerne doch. Wenn wir so tolle Künstler und so tolle Alben haben, irgendwie fällt es uns ja auch leicht. Ach du, stop it. Hast du denn irgendwelche Prognosen jetzt mal weg vom Schlager gedacht? In der Musik, im Musikbusiness sind ja immer irgendwie so gewisse Trends. In den letzten 10 Jahren ist halt deutschsprachig extrem aufgekommen. Welcher Trend wird sich in der Zukunft in der gesamten Musikindustrie irgendwie aufkommen? Was sagst du?
Also ich glaube ja, dass das, was zurzeit das Spannende ist, dass sich ja diese unterschiedlichen Genres, dass die sich vermischen. Also das, was ne, auf deinem Album jetzt auch, wenn man sich die Musik anhört, vor 10 Jahren wäre das kein Schlager gewesen, sondern das wäre Popmusik gewesen und man hätte dich nicht im Schlager gespielt, sowohl im Radio nicht als auch im Fernsehen nicht, weil das wäre ne, viel zu wild, viel zu jung, viel zu poppig, viel zu alles Mögliche. Und dass sich das alles irgendwie so ineinander vermischt und irgendwie die Leute dadurch, dass es ja auch nicht mehr diese eine große Radiowelt oder Fernsehwelt gibt, sondern ganz viele Fernsehkanäle, ganz viele verschiedene Sendungen, Webradios, YouTube, die ganzen Streamingdienste. Jeder kann sich seine Musik selber so ein bisschen zusammensuchen und zusammensammeln. Und das macht einen natürlich viel, viel offener und freier, in dem auch irgendwie was für Musik man macht. Und ich glaube, dass sich die Entwicklung definitiv weiter tragen wird die nächste Zeit. Also, dass man sich viel mehr trauen kann, dass du irgendwelche Getter-Klänge in Schlagermusik reinbauen kannst und umgekehrt hast du Hip-Hop-Titel irgendwie, wenn du da die Referenz hörst, denkst du, naja gut, irgendwie das könnte ein Schlager auch sein, wenn du das... Also beim nächsten Album, bei meinem vierten Album machen wir dann Featuring mit Capital Bra. Du, wegen mir gerne irgendwie. Also, wenn er sich benimmt, der Kerle, dann ja. Auf jeden Fall. Wie risikobereit bist du denn als Chef eigentlich einer ganzen Plattenfirma? Von 1 bis 10. 10 wäre extrem risikobereit, extremer Zocker und 1 ist so ganz safe, ja nicht zu weit aus dem Fenster aus. 1 bis 10, was sagst du? Ich würde sagen, die langweilige Mitte. Ach, Schweizer, also. Sympathisch, der Kompromiss. Ich nochmal für den Vater, ja, genau. Ja. Nee, also es ist ich glaube, immer so viel Risiko wie möglich, aber so wenig Irrsinn wie nötig. Also das ist so, also ich glaube, jetzt alles auf Rot zu setzen irgendwie, da bin ich nicht der Typ zu irgendwie, aber nur den sicheren Weg zu gehen, das ist auch, das aber ist 50 auch nirgendwo hin. Auf Rot. Das klingt gut. Ich habe nämlich was Kleines. Das hier kennst du wahrscheinlich schon. Das ist eigentlich im Normalfall das ultimative Songglücksrad, wo ich Titel von den Künstlern draufschreibe. Ross hat seine Weihnachts-CD hier abgesungen. Du musst jetzt nicht singen, keine Angst. Aber ich habe hier Begriffe und Künstler aufgeschrieben. Und wenn der Pfeil auf den Künstler zeigt oder auf den Begriff, dann kannst du ja gerne ein bisschen was dazu erzählen. Ein bisschen die Geschichte oder was auch immer dir gerade dazu einfällt. Bist du bereit? Go for it. Dann geht's auf los. Los. Du sagst Stopp. Stopp. Kriterien für ein Signing bei euch bei der Tilamo. Was sind Kriterien, die du hast, bevor du jemanden unter Vertrag nimmst? Also wenn es jetzt ein Newcomer ist, also der wirklich ganz frisch mit seinem ersten Demo-Tape zu uns kommt oder einen Songvorschlag, dann ist es so ein Bündel aus verschiedenen Sachen irgendwie. Also Talent gehört natürlich dazu, der oder diejenige sollte wirklich singen können irgendwie oder auch irgendwas Besonderes in der Stimme haben. Er muss schon irgendwas Eigenständiges, Authentisches haben, also so, dass man nicht so total irgendwie ne, sagen, es könnte jetzt irgendwie 100 andere Leute auch singen oder sein. Der sogenannte USP, Unique Selling Point. Genau das irgendwie. Also es, wir suchen schon immer nach diesem einer gewissen Etwas irgendwie, was der oder diejenige mitbringt. Sehr cool, sehr gut. Also alle Bewerbungen ankennen. Immer her damit. Sehr gut. Ich drehe mal direkt weiter und du sagst auch wieder Stopp. Stopp. Vinyl. Vinyl. Ein wahnsinnig gehyptes Medium, wo irgendwie mittlerweile, glaube ich, in Amerika habe ich irgendeine Studie gelesen, dass mehr Vinyl verkauft wurden als CDs, glaube ich, letztes Jahr war es so. Also ich glaube, je digitaler die Welt, desto mehr sehnen sich die Leute scheinbar nach wirklich irgendwas Haptischem, nach irgendwas zum Anfassen, nach irgendwas, was auch gelernt ist aus der Vergangenheit. Also ne, so Retro-Trends gibt es ja in allen möglichen Bereichen irgendwie. Im Schlager ist es noch nicht so ganz angekommen irgendwie. Also wir stellen immer wieder fest, dass so die Schlagerzielgruppe jetzt nicht diejenigen sind, die zu Hause noch einen Plattenspieler haben und sich irgendwie die Vinylsammlung zusammenstecken.
Ich persönlich mag es, also ich finde es irgendwie toll, wenn du irgendwie so ein großformatiges Plattencover anguckst und irgendwie. Genau, es hat auf jeden Fall. Hast du ein Vinyl? So Musik hören, finde ich, ist es wahnsinnig unkomfortabel. Also ich war wahnsinnig froh damals, irgendwie als die CD dann irgendwie durchgesetzt hatte, weil dieses ewige Umdrehen und dann war die Nadel staubig und dann rupfte es und so. Also ich kann diesen puristischen irgendwie, es hört sich nur gut an, wenn es auf Platte ist, irgendwie nicht so wahnsinnig viel abgewinnen, aber verstehe das Format. Fühlt sich einfach gut an, irgendwie. Wahrscheinlich. Im Schrank, wenn es steht, finde ich, schauen sie super aus. Weißt, erinnerst du dich noch, was war deine allererste Platte? A wie ABBA. Ein Best-of-Album von ABBA. Sehr geil, cool. Die ist, glaube ich, die ist mittlerweile so durchgehört gewesen. Also die habe ich bestimmt 2 Milliarden Mal angehört. Sehr gut. Cool, sehr geil. Also, ich mache nochmal eine Runde. Du sagst Stopp. Stopp. Schwarz heißt, ich darf mir etwas auswählen und ich wähle mal die Amigos. Die Amigos. Das großartigste Brüderpaar irgendwie, was ich kenne. Also die beiden sind wirklich der Knaller. Und ne, auch symptomatisch für das, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie, als die groß wurden oder hochkamen, extremst belächelt worden von allen irgendwie. Und ich habe mich wahnsinnig an, also der Manfred Durban von den Flippers. Ne? Gott habe ihn selig irgendwie, aber für die war ich ja damals zuständig. Und wir saßen irgendwann bei einer Fernsehsendung und alle haben über die Amigos hergezogen, die Künstler alle. Und dann haben wir Ding und das kann doch nicht und so. Und der Manfred hat sich hingestellt und hat gesagt, Freunde, bei uns war es doch genauso in den 80er Jahren, als bei uns die Rote Sonne von Barbados kam. Irgendwie hat sich jeder lustig gemacht über die bunten Sakkos und Ding und was können die denn? Wir hatten 3 Alben in den Top 10 und Ding irgendwie gesagt. Das gab's immer, das wird's immer geben, irgendwie, das ist der Geschmack der Leute draußen. Die wollen, die sind authentisch, die finden die Texte super, die finden die Jungs klasse, irgendwie, lass die doch machen. Das ist doch fantastisch, irgendwie, jeder soll das machen, irgendwie, was er ausdrücken will. Und wenn es dafür ein Publikum gibt, ist es doch super, irgendwie. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir die beiden bei uns jetzt haben seit 3 Jahren. Und haben wirklich viel, viel Erfolg gemeinsam. Und die Zusammenarbeit macht einfach einen irrsinnigen Spaß. Und das sind super Kerls, die haben Humor, sind bodenständig, haben das Herz am rechten Fleck. Und also ich bin Fanclub-Vorsitzender. Absolut. Kann ich nur bestätigen, wenn ich sie bei TV-Shows gesehen habe. Die beiden sind einfach so cool drauf. Und die ziehen einfach seit Jahren ihr Ding durch. Also ich hoffe, dass ich auch mal so lange wirklich wie die beiden am Ball sein kann. Also da habe ich größten Respekt vor. Ja, und die haben auch zum Beispiel, also das, was ja dich auch auszeichnet beispielsweise, also diese, die begreifen das, was sie tun, wirklich als einen Beruf und sind sich darüber im Klaren, dass da harte Arbeit dahinter steckt, irgendwie, damit man den Erfolg hat. Und bei dir ja auch, also wenn man dir sagt, du morgen hättest so einen Auftritt irgendwie in Rostock und übermorgen musst du aber zu immer wieder sonntags, dann los geht's. Muss man nicht lang fragen, sondern irgendwie, dann weiß man findet dich auf der Autobahn irgendwo dazwischen. Da feiert man schon manchmal um Mitternachts auf der Autobahnraststätte Album-Release, wenn es ins Frühstück-Fernsehen geht. Genau, und ich glaube, das ist das, was ne, so, wenn man bei Castingshows mitmacht oder davon träumt, eine Karriere zu machen, dann sieht man natürlich immer nur die große Bühne und das Rampenlicht und alles und ist dann, glaube ich, sehr, sehr oft sehr überrascht, irgendwie, wie viel harte Arbeit und wie viel Autobahnkilometer, wie viel Flugmeilen, wie viel nachts um 4 aufstehen, um rechtzeitig irgendwo zu sein, dann auch zu diesem Beruf dazugehört. Also das ist absolut. Es ist ein großartiger Job, glaube ich, als Künstler auf der Bühne zu stehen, aber es besteht nicht nur aus den 3 Minuten im Fernsehen, sondern oder aus der Stunde beim Konzert, sondern es ist wirklich viel, viel mehr. Absolut. Ich sage immer, die Minuten und Stunden auf der Bühne, das ist die Belohnung für die ganze andere Arbeit. Ja, so, ja. Das ist gar nicht mal die Arbeit, das ist das Schöne daran. Und alles andere ist dahinter, das Reisen, die Promo von A nach B und so. Und es ist natürlich eine Belohnung, die man sonst nirgendwo, also fast in keinem anderen Beruf kriegen kann. Also ich meine, das ist natürlich schon absolut besonderer. Also. Deswegen bin ich extrem dankbar und natürlich auch an alle Zuschauer und Fans, die sich hautnah geholt haben. Ihr seid der Grund, wieso ich das machen darf, wieso wir beide das machen dürfen, was wir lieben und das ist die Musik. Definitiv. Machen wir noch eine Runde? Gerne. Wir haben noch ein paar Namen. Stopp. Du musst stopp. Achso, du bist schon wieder überfordert. Ross Anthony hast du vorhin schon angesprochen. Erzähl uns ein bisschen. Ganz Ross Anthony, bei Tilamo seit Jahren.
Genau, also er hat mehr oder weniger auch die Firma mitgegründet. Also das war einer der ersten Meetings, die wir hatten, ist, wo wir mit Romy, seiner Managerin, zusammensaßen und sie für den Schlager begeistert haben. Und wie es dann alles gekommen ist und die ganze Entwicklung, also das war einfach irgendwie fällig. Also das, wenn man sich Ross angeguckt hat, war für mich immer klar, irgendwie, der muss nicht nur englischsprachige Sachen machen, sondern in der Schlagerbranche gibt es eine riesen Fanbase und Zielgruppe, die genau auf so jemanden warten. Und Ross ist toll. Ross ist einfach irgendwie so ein fantastischer Kerl auch. Und mit dem wird es nie langweilig. Irgendwie der ist einfach irgendwie sprüht vor Energie und vor Elan. Und es macht auch einen Riesenspaß. Also da machen wir dieses Jahr auch, feiern wir sein 20-jähriges Jubiläum. Also seine Broses-Karriere startete ja vor ziemlich genau 20 Jahren. Und versuchen jetzt mal das alles einzufangen, irgendwie ein schönes Albumprojekt, was im Sommer kommen wird. Und also das ist echt großartig. Und auch da, also ne, da standen wir bei seiner ersten eigenen Show, als sie dann im MDR aufgezeichnet wurde, standen wir auch neben der Bühne und haben Rotz und Wasser geheult, die Managerin und ich, irgendwie, weil wir wirklich das nicht glauben konnten, irgendwie, dass aus dieser Schnapsidee in einem Meetingraum, wo sie auch noch eine Stunde zu spät kam, weil sie den Termin vergessen hatte irgendwie. Also es sollte alles so sein, wie es war. Und dann steht der Kerle da und hat seine eigene Fernsehshow, tritt jetzt in den größten Shows auf und begeistert die Menschen. Also das ist so toll irgendwie, dass das so funktioniert und aufgegangen ist. Und die Schlagerbranche wäre definitiv um einiges ärmer, wenn es ihn nicht gäbe. Das finde ich auch. Hoffen wir, dass er noch ganz, ganz lang mit uns auf der Bühne steht. Mit ihm hatte ich auch schon hier die allererste Moderation im Sommer. Hat er mir die Chance gegeben, Sidekick zu machen. Das war echt mega, mega toll. Hat richtig Spaß gemacht mit Julia Lindholm gemeinsam. Das war echt cool. Ich habe jetzt für dich noch ein paar Stars um 10 Spezialfragen vorbereitet. Und die fangen an, du hast jetzt gerade von einem sehr emotionalen Moment geredet. Was war in deiner gesamten Karriere der emotionalste, den du jemals erlebt hast? Im positiven Sinn, glaube ich, die erste Nummer 1, die wir mit Telamo hatten, wo wir wirklich irgendwie, das war das Eloy-Album, was nicht zum Start hin auf die 1 gegangen ist, sondern nach 6 Wochen wirklich irgendwie dann den Nummer 1-Slot erreicht hat, was an sich eh schon total ungewöhnlich ist irgendwie. Aber als das dann war, da war es wirklich da. Habe ich gefühlt irgendwie eine Zeit gebraucht, um das alles irgendwie echt begreifen zu können und irgendwie, dass das jetzt wirklich real ist, weil es wirklich so, ich weiß, wir saßen hier zusammen, es war auch ein Sonntagmorgen, weil er war am Samstag irgendwie auf dem Oktoberfest eingeladen und dann hieß es irgendwie, Mensch, können wir uns nicht dann irgendwie mal treffen und kennenlernen? Ich habe gesagt, naja, dann kommt doch, wenn ihr fertig seid, vorbei. Ja, aber das ist doch Sonntag. Ich habe gesagt, ist ja kein Problem. Und dann saßen wir Sonntagmorgens um 10, haben Kaffee getrunken und gesagt, komm, lass uns das machen. Und dann 2 Jahre später irgendwie ist der Kerle Platz 1 der Charts irgendwie. Und das war natürlich ein völliger Wahnsinn. Ganz und im Negativen, das Emotionalste war tatsächlich, als ich zu Hause irgendwann am Ticker gelesen habe, dass Udo Jürgens gestorben ist irgendwie. Weil für den war ich 14 Jahre bei der Ariola als Produktmanager zuständig oder durfte mit ihm zusammenarbeiten. Und das war wirklich was mich dann so, glaube ich, sofort. Da habe ich echt knabbern müssen. Ja, emotional voll mitgenommen hat. Ja. Wenn nicht nur so eine Legende, sondern auch eben 14 Jahre bist du an seiner Seite gestanden. Das ist ja, und eine Woche vorher war er noch irgendwie Konzert in München irgendwie in der Olympiahalle und dachtest, das geht jetzt noch 100 Jahre so weiter. Und dann, aber in unseren Herzen wird er immer weiter spielen. Definitiv, definitiv. Was ist die Antwort auf die Frage, die dir noch nie gestellt wurde? Morgen. Morgen? Ist die Antwort. Okay, gut. Sehr gut. Willst du die Frage verraten? Wann kümmerst du dich da und da drum? Ah, okay. Sehr geil. Das ist tatsächlich irgendwie, also ne, perfektionistisch wäre jetzt übertrieben irgendwie, aber ich bin schon ein recht gewissenhafter Mensch und versuche immer irgendwie auch, Wenn Künstler anrufen oder Manager oder sagen, hey Mensch, ne, bitte um Rückruf oder wann können wir das klären irgendwie. Und wenn ich dann abends nach Hause gehe und immer noch so eine Liste habe von Dingen, die ich noch machen muss irgendwie, dann ist immer so dieses, wo ich sage, Mensch, warum habe ich das nicht auch noch geschafft irgendwie. Und das ist so, also an alle, denen nicht sofort geantwortet wird, irgendwie, es ist kein böser Wille, sondern absolut. Ich melde mich morgen. Jeder hat nur 24 Stunden an einem Tag. Ja. Auch gern.
Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du persönlich am dankbarsten? Erstens Gesundheit. Also das ist in der jetzigen Zeit tatsächlich ja, also ne, gewinnt es nochmal eine neue Dimension irgendwie dieses, es ist ja alles nicht selbstverständlich, aber Hauptsache man ist gesund. Also ich finde, das ist tatsächlich irgendwie, wird einem nochmal so vor Augen geführt. Dann bin ich wahnsinnig dankbar für meine Frau, für meine Familie, also dass ich dieses private Glück erleben darf, irgendwie, dass das auch so gut passt. Also das ist wirklich irgendwie. Und dann glaube ich für alles, also was ich irgendwie hier in meinem beruflichen, in meinem gesamten Leben bisher erleben durfte und hoffentlich noch erleben darf. Also das ist irgendwie wirklich, wirklich, wirklich toll und es macht jeden Tag riesigen Spaß. Cool, sehr cool. Was ist für dich der Schlüssel, um glücklich zu sein? Bei sich selber zu bleiben und irgendwie sich nicht zu verbiegen. Also jeden Morgen in den Spiegel zu gucken und zu sagen, hey, passt That's so. cool. Und dieser abgedroschene Satz irgendwie, behandle andere so, wie du selber auch behandelt werden willst. Also damit bin ich bisher ganz gut gefahren. Was war deine beruflich beste Entscheidung? Den Weg einzuschlagen, Telamo zu gründen und Vincent Groß unter Vertrag zu nehmen. Finde ich auch. Oh, der. Sehr gut. Und Vertragsverlängerung. Nein, danke. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches Lebensmittel wärst du? Ein Lebensmittel, Ja. Schokolade, glaube ich. Schokolade, wieso? Aber es gibt nichts Leckereres als Schokolade irgendwie. Und es ist für mich das am positiv besetztesten irgendwie. Und wenn man nicht zu Macht viel immer davon glücklich. konsumiert, irgendwie ist alles okay. Sehr gut. Für was stehst du denn in der Nacht auf, außer Schokolade? Muss ich ganz ehrlich sagen, für ganz, ganz wenig irgendwie, weil ich echt schlafe wie ein Stein. Sehr Also, gut, das wenn man ist mich gut. nachts weckt, irgendwie, das ist keine gute Idee irgendwie, weil ich bin selten schlecht gelaunt, aber dann bin ich es irgendwie. Also. Absolut, sehr gut, sehr gut. Durchschlafen ist gesund. Was war das schönste Kompliment, was dir jemals jemand gemacht hat? Das schönste Kompliment. Ach, könnte ich jetzt gar nicht so ein einzelnes sagen irgendwie. Also ich glaube, dass das bedeutendste Kompliment war irgendwie sozusagen, dass man gespiegelt bekommt oder dass ich gespiegelt bekommen habe irgendwie von meiner Frau irgendwie, dass sie dasselbe für mich empfindet wie ich für sie irgendwie. Und es hat einfach mein Leben damals ins Positive verändert und davon profitiere ich heute noch, jeden Tag. Das freut mich, das freut mich. Bekommt mein sensationeller Produktmanager Bela Kluge demnächst 300 oder 500 € mehr Gehalt? Der Vertrag liegt eigentlich schon da und irgendwie 500 wäre fast zu wenig für das, was er macht irgendwie. Also, nee, also Bela macht wirklich einen super, super tollen Job. Also das ist wirklich irgendwie auch ein Glücksgriff gewesen irgendwie, dass er sich bei uns beworben hat, wir das in ihm gesehen haben und das auch wirklich jeden Tag irgendwie auf die Strecke bringt. Und wir sind sehr, sehr froh, ihn bei uns zu haben und Kann ich nur sagen, der Typ ist sensationell, wie der gerannt ist. Hat auch gestern und vorgestern die digitalen Autogrammstunden, die ganzen 12,5 Stunden hat er da verbunden und gearbeitet, auch durchs Wochenende. Bei dem merkt man wirklich, der ist auch mit dem Herz dabei und absolut richtige Entscheidung. Das total. Ich habe auch immer sind 100 zwischendrin, habe ich Prozent. euch immer wieder beobachtet. Irgendwas war sehr, sehr Sehr beeindruckend. gut. Immer wieder mal vorbeigeguckt. Ich hoffe, der Hörst du Turm ist selber? irgendwann nicht eingestürzt hinter dir. Nee, ich bin nur einmal, wenn ich aus Versehen ging und dann kam der schon ein bisschen ins Wackeln. Aber ja, am Schluss waren ja wirklich auch von den Türmen haben wir fast alle Fanboxen weggehabt. Sehr gut, sehr Ja, gut. also danke an euch da draußen, wirklich für die Unterstützung. Hörst du denn selber auch viel Musik? Ja. Ja. Doch, also das habe ich mir auch, also irgendwann, ne, wenn du dann irgendwie das viel beruflich machst, irgendwie habe ich gemerkt, dass sich das verändert, also das private Hörverhalten und sowas und habe mich aber dann auch gezwungen, irgendwie die Begeisterung für die Musik auch weiter aufrechtzuerhalten, also dass man nicht nur mit dem geschäftlichen Hintergrund Musik hört, sondern einfach sich auch nach Ja. wie vor für Songs und Musik begeistert. Gibt es auch noch was, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nie getraut hast, es zu tun?
ein Album in den Abbey Road Studios aufzunehmen. Ja, geil. Also ne, Beatles sind, waren für mich und sind für mich einfach irgendwie, also ich bin da einfach begeistert und finde es fantastisch irgendwie. Und das ist ein, also Udo Jürgens hat mal irgendwelche Streicher in den Abbey Road Studios aufgenommen, mhm. aber damals wurde mir die Geschäftsreise nicht genehmigt, da hinzufahren und zuzugucken irgendwie. Und also vielleicht ergibt sich nochmal irgendwann die Möglichkeit, dort mit einem Künstler zu arbeiten und über den Zebrastreifen die Treppe hoch. Dann haben wir ein gemeinsames Ziel, das machen wir dann irgendwann noch. Definitiv, wäre eine gute Idee. Sehr geil, finde ich gut. Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Sowohl als auch, tatsächlich. Also es gibt Situationen irgendwie, da bin ich sehr gefühlsmäßig gelenkt und versuche aber dann doch auch irgendwie den Kopf nie ganz auszuschalten. Absolut. Das macht euch und dich, glaube ich, auch aus. Weil du bist nicht nur ein Mensch der Zahlen, du passt auch auf deine, wie soll ich sagen, ja, auf deine Leute auf und bist auch mit Herz dabei, das merkt man. Wirklich. Wenn Tiere reden könnten, welches Tier wäre deiner Meinung nach am nervigsten? Wenn Tiere reden könnten? Ja, irgendwie so ein Hamster oder ein Hund, so die ganze Zeit, ich will spielen, und die Katze, die sagt, ja, gib mir Futter und dann... Ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich sage es trotzdem, ich glaube, es wären tatsächlich Hunde. Mhm. Ja, wieso? Also so die dann, also ne, wenn die so um einen rum und irgendwie, wenn das auch noch verbal wäre, irgendwie, glaube ich, dann würde ich durchdrehen. Spiel mit mir, komm noch einmal bei mir. Genau. Ich habe jetzt keinen konkreten Hund im Kopf irgendwie, aber so sehr ja, lebhafte, lebendige irgendwie, da glaube ich. Vielleicht ein bisschen zu viel Liebe. Nein, aber ganz süß. Wer war in deiner Laufbahn, in deinem ganzen Leben die verrückteste Person, die du jemals kennengelernt hast, der du jemals begegnet bist? Die verrückteste Person? Oder sagen wir mal in der Branche. Ich weiß gar nicht, verrückt ist, also so, verrückt klingt immer so nach durchgedreht und irgendwie so ein bisschen irgendwie drüber. Also das positiv verrückt, weißt du, so speziell verrückt, nicht verrückt. Also im positiv verrückt im Sinne von irgendwie jemand, der einfach ne, vor Ideen sprudelt und irgendwie der gefühlt in kein, also nicht die klassische Norm erfüllt, aber trotzdem irgendwie ein Genie in dem ist, was er macht, ist tatsächlich mein lieber Geschäftspartner Marco Wünsch irgendwie. Also wo ich wirklich den allergrößten Respekt vor habe, irgendwie, was der auf die Beine gestellt hat und jeden Tag an unterschiedlichen Thematiken und Dingen irgendwie wuppen kann. Also das ist echt beeindruckend und ich genieße es immer wahnsinnig, wenn wir jetzt irgendwelche Runden zusammen haben, weil dann wirklich die tatsächlich verrücktesten Ideen rauskommen und gesponnen werden und teilweise dann ja auch in die Tat umgesetzt werden. Und es gibt kein Projekt irgendwie, was wir nicht zusammen versuchen, irgendwie, wenn wir beide der Meinung sind, irgendwie die Idee ist jetzt zwar total verrückt, aber nicht zu verrückt. Das finde ich auch. Der hat einen Ehrgeiz, der hat ein bisschen. Ich habe ihn kennengelernt, auch schon wieder ein Jahr her, aber direkt saukreativ. Und der hat ja alles gemacht. Er hat irgendwie Shop 24 aufgebaut. Gestern habe ich von Bela noch erfahren, dass er noch einen Verlag hat, irgendwie nebenbei. Also unfassbar. Ein kreatives Genie. Ja, Buchverlag, Kalenderverlag, irgendwie die Fernsehsender, irgendwie. Also echt ein toller Mensch, toller Geschäftsmann, vor allem auch irgendwie tolle. Also ein ganz, ganz, ganz toller kreativer Partner irgendwie, um das ganze Telamo-Business aufzumachen. Absolut, sind wir dankbar drüber. Für sehr, sehr schön. Da. Wenn du Wissenschaftler wärst und du könntest irgendein Experiment ausprobieren und durchführen, ohne dass Moral oder Geld eine Rolle spielen, welches Experiment wäre es? Eine Welt ohne Rechtsextreme, Homophobe und irgendwelche sonstig mental verirrten Menschen irgendwie zu versuchen. Also einfach zu gucken, wie würde die Welt aussehen, wenn man wirklich diese Love, Peace and Happiness irgendwie, Attitude irgendwie bei allen Menschen hätte. Wie würde das? Ja, das fänd ich ein spannendes Experiment. Auf jeden Fall. Nicht wissend, ob es gut gehen würde irgendwie. Das ist tatsächlich irgendwie, aber
Mal gucken, aber ich fände ich auch eine tolle Vorstellung. Aber Wäre ich dabei. Hast du ein Lieblingszitat? der Weg ist das Ziel. Ja. Ist mein, also finde ich, passt auf viele Lebenslagen und auf so auch meine Grundeinstellung, nicht so dieses auf irgendwas hinarbeiten irgendwie und bis dahin nur Entbehrungen leben und alles Mögliche und dann sagen, aber genau das muss erreicht werden, sondern dass der Prozess Wenn auch Spaß der Prozess auch Spaß macht, dann ist. Das hast du es, glaube ich, das auch ist das, richtig. was einen auch, also was mich auch antreibt, irgendwie diesen Weg zu gehen. Also wenn ich immer nur dieses Ziel im Hinterkopf hätte, glaube ich, würde ich gar nicht irgendwie loslaufen, sondern es muss Ja, sich wenn der so Weg sein. es nicht wert ist, ihn zu gehen, irgendwie, keine Ahnung. Ja, da kann das Ziel noch so toll sein, weil der Genau, Weg ist genau. das, ja, was dich am meisten begleitet im Endeffekt. Finde Ja. ich ein wunderschönes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, Ken, wirklich, dass du mit dabei warst. Hat mir wirklich mega Spaß gemacht. Danke dir. Ja, mit dir auch mal hier so dich ein bisschen über dich zu erfahren. Sonst haben wir ja eigentlich fast nur über Hautnah und das ganze Album geredet. Danke, dass ihr das Album so unterstützt habt, dass ihr es rausgegeben habt, dass ihr das alles möglich gemacht habt. Ich erinnere mich gern zurück an das Schweden-Experiment. Ich durfte nach Stockholm gehen, um da die Hälfte meines Albums zu produzieren. Und das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Das ist verbunden mit Flügen, mit Aufwänden und Kosten. Danke dafür. Ihr habt es mir ermöglicht, meinen Sound zu finden und für euch hautnah zu gestalten und aufzunehmen. Sehr gerne, den Dank kann ich nur zurückgeben. Also hat echt Spaß gemacht und ich wünsche dir und uns natürlich einfach jetzt mit der Reise, die wir mit dem Album antreten, noch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg natürlich auch. Also den hättest du dir mehr als verdient, weil, wie gesagt, also ich kenne wenig Künstler, die so hart arbeiten irgendwie, um das zu erreichen, was sie erreichen wollen und freue mich immer riesig irgendwie, wenn ich die Radiocharts sehe, wo wir jetzt wieder irgendwie, glaube ich, auf Platz 2 aktuell sind, irgendwie mit Hautnah. Und also das ist einfach toll zu sehen und irgendwie die Reaktionen von den Fans und den Medienpartnern und allen zu bekommen. Und deswegen, also ich drücke den Vielen, Daumen vielen Dank. und irgendwie, ich bin schon sehr gespannt auf die Trendcharts. Das ist ja immer so die erste Chartbilanz, die man Montagmorgen kriegt, irgendwie, wo wir da landen werden Ich bin auch verdammt gespannt. Deswegen danke an, wie jetzt schon, wirklich an jeden, der gestern bei der digitalen Autogrammstunde dabei war, eine CD geholt hat, der sonst die Fanbox bestellt hat. Ihr seid die Allerbesten. Ich bin so aufgeregt, wie das mit den Charts sein wird. Das ist ja wirklich als Künstler immer so der aufregendste Tag irgendwie. Wie kommt es an? Wo landet es in den Charts? Deswegen danke für eure Unterstützung. Ken, ich habe für dich jetzt noch ein kleines Geschenk. Normalerweise bei Stars um 10 haben die Leute, die Künstler oder wen auch immer ich interviewe, immer die Wahl. Entweder ein Jackpot für schlechte Zeiten oder ein Geschenk. Jetzt habe ich mir gedacht, du bist doch Plattenboss, das heißt, den Jackpot hast du nicht nötig. Und deswegen habe ich dir ein Lifestyle-Accessoire mitgebracht. In anderen Zeiten würde man es eine Weihnachtskugel nennen, aber das ist für dich. Ich habe herausgefunden, dass du das auch sehr gern magst. Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, lade ich dich sehr gern ein auf einen leckeren Burger. Oh, fantastisch. Das sieht doch Was gut sagst du? aus. Gefällt dir Großartig. der? Ja, sehr gut. Sehr gut. Kannst du entweder an deinen Rucksack machen oder nächstes Jahr an den Weihnachtsbaum. Ich hänge den hier bei uns in die Küche irgendwie, dass man jedes Mal, wenn man sich einen Kaffee holt, sieht man diesen leckeren Burger und dann. Das habe ich gehört. Das nächste Mal, wenn ich bei euch in München bin, dann gucke ich in der Küche vorbei und ob der dann wirklich hängt, weil den schicke ich Genau. dir jetzt wirklich zu. Sehr schön, freue ich mich. Tausend Dank irgendwie. Ganz, ganz Hey, lieb von super. dir. Ken, vielen Dank, dass du extra am Sonntag, gut, das ist einfach voller Einsatz von dem Plattenboss, am Sonntag im Büro auftauchst und hier mit dabei warst. Von Herzen auf noch ganz, ganz viele weitere tolle Erlebnisse zusammen und vielen Dank nochmal, dass du für alles, ich kann nicht genug Danke sagen. Ihr seid der Wind in meinen Flügeln und ermöglicht mir, für meine Fans Musik zu machen. Danke dir, danke dir. Also wie gesagt, das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Irgendwie bleib so, wie du bist. Irgendwie hau weiter rein und dann treffen Werde wir uns ich. allerspätestens zur Goldverleihung. Ich hoffe es. Wir sehen uns ganz bald. Mach's gut, mein Lieber. Grüß mir München und alle Kollegen im Büro dann morgen, ne? Du auch, mach's gut, Sehr bleib gut. gesund. Du auch. Ciao. Pass auf dich Tschüssi, auf. ciao, ciao. Tschüss. Liebe Leute, unfassbar, das war Ken Otremba, der Plattenboss, das klingt immer so groß, aber das ist er wirklich auch. Und ein ganz, ganz toller Mensch.
kennen auch Trennbar, wirklich. Ich kann nicht genug Danke sagen, was die da an Unterstützung machen, weil hinter so dem kreativen Prozess, den ich ja machen darf, steckt auch so viel Organisatorisches, wie jetzt die Platten überhaupt finanzieren oder auch pressen und alles Mögliche. Da sind so viele logistische Aufwände, die sie halt übernehmen. Und das ist natürlich ein Riesenrückenwind. Und ohne euch wäre das aber auch alles nicht möglich. Also danke, wenn ihr euch hautnah holt, wenn ihr es hört, hoch und runter. Und von Herzen viel, viel Spaß mit allen 15 Songs, die jetzt überall erhältlich sind. Fängt an von Servus, Grüezi und Hallo bis zum frühen Vogel. Alle Songs, an denen ich die letzten 3 Jahre geschrieben habe und viel Herzblut reingesteckt habe. Danke, wenn ihr es euch holt. Und meine nächste Woche sieht jetzt so aus. Ich bin hier gerade noch in Berlin. Wir haben hier diverse Promotermine. Ihr seht mich am 3.2. bei MDR um 11 und später dann beim MDR um 4. Da bin ich live im MDR. Könnt ihr vorbeischauen. Rede ich natürlich über das Album, auch ein bisschen im Spiel, auch den einen oder den anderen Song. Leute, heute kommt am 3.2. im ZDF, haben wir hier auch gedreht in Berlin, ein bisschen auch in der digitalen Autogrammstunde, weil das ja eine Weltpremiere war. Dann haben wir noch die SWR-Landesschau so am 5.2. und MDR Schlager des Monats mit dem Titan, mit Bernie, dem Brink. Sehr geil. Ich wünsche euch alles Gute. Feiert mit mir gemeinsam in Hautnah rein und ich bin so gespannt. Nächste Woche, Freitag, ist es soweit. Dann erfahre ich, wo Hautnah in den Charts gelandet ist. Passt auf euch auf. Schönen Sonntag noch und ich melde mich gleich noch natürlich auf meinem Channel. Vincent Groß, danke fürs Folgen.